Vielen lieben Dank und nochmals vielen lieben Dank für die Möglichkeit, diesen Vortrag, diesen sehr wichtigen Vortrag, Wachet und Betet, vorzutragen. Und ja, und wie schon angedeutet, heute werden wir über das Gebet und über die Wachsamkeit sprechen. Und im Rahmen dieses Themas werden wir auch die Bedeutung von Wachet und Betet verstehen. Diesen Satz, wachet und betet, hören wir als Spiritisten in den spiritistischen Häusern und in den Werken der Kodifizierung von Allan Kardec sehr, sehr oft. Aber lasst uns tiefer darüber reflektieren, was das wachet und betet bedeutet. Zunächst sollten wir ja an dem Thema beten und das Gebet an sich arbeiten, damit wir es besser verstehen können. Und danach die Wachsamkeit oder zum Schluss die Wachsamkeit, damit das Thema vervollständigt und abgeschlossen werden kann. Und dann werde ich über die Bedeutung und Wirksamkeit des Gebets erläutern. Denn wir müssen verstehen, was Versuchungen sind. Und ja, und warum müssen wir eigentlich wachsam sein? Wie würde es sein, in Versuchungen zu geraten? Und könnte es sein, dass die Wachsamkeit, die uns die spiritistische Lehre lehrt, uns tatsächlich von den Versuchungen und Problemen, die das Leben uns auferlegt, befreien kann? Dies sind also einige der Reflexionen zu den Fragen, die ich versuchen werde, an dieser Stelle zu erörtern und zu beantworten. Und ich werde auch darüber sprechen, wie wir die Bedeutung von Wachet und Betet definieren können. Und dieses Thema lädt auch dazu ein, zu verstehen, wie wichtig eigentlich oder wie notwendig es ist, sich mental vor allem zu kontrollieren. Und diese mentale Kontrolle muss sich auf Selbsterkenntnis stützen. Und diese Selbsterkenntnis muss auf einem unerschütterlichen, rationalen Glauben beruhen. Die mentale Kontrolle, die Selbsterkenntnis, den rationalen Glauben, der uns leitet, führt letzten Endes dazu, dass wir angemessen beten und mit Effizienz wachsam sein können. Da dies einfacher gesagt als getan ist, ist es daher sehr wichtig zu beten und wachsam zu sein. Laut der spiritistischen Lehre ergibt sich das Gebet aus dem Gesetz der Anbetung, das eines der moralischen Gesetze Gottes ist. Und das Gesetz der Anbetung tritt ein, wenn wir den Vater, unseren geliebten Schöpfer suchen, den Vater nach Hilfe und Unterstützung bitten, nach einem offenen, ehrlichen, aufrichtigen und demütigen Gespräch mit unserem Schöpfer suchen, mit dem Ziel, in ihm die nötige Kraft für die Kämpfe des Lebens und für die Schwierigkeiten, die das Leben uns bereitet, zu erhalten. Das Gesetz der Anbetung hat auch das Ziel, nicht nur den Vater zu bitten, sondern ihn zu verherrlichen und ihm zu danken. Es ist genau dieses Werkzeug, das uns vor vielen Schwierigkeiten und Problemen bewahrt. Denn durch das Gebet, durch den Moment, in dem wir uns Zeit nehmen, mit Gott und der höheren Spiritualität zu kommunizieren, erhalten wir dort sicherlich die Unterstützung, die guten Inspirationen, die uns in den Konfrontationen des materiellen Lebens helfen, werden die für unseren Fortschritt notwendig und unerlässlich sind. Entschuldigung, ich bin etwas nervös. So wie das Gebet ein sehr wichtiger Teil unseres Lebens ist, ist die Wachsamkeit ebenso wichtig für unser geistiges und emotionales Gleichgewicht. Wenn man sich in einem Prozess der Wachsamkeit befindet, erkennt man, dass es sich dabei um einen Prozess der Vorsicht und der Rücksichtnahme auf sich selbst handelt. Da wir über das Wachen und Beten sprechen, ist die Selbsterkenntnis unmittelbar damit verbunden. Und den Spruch kennt jeder, ist sehr populär, erkenne dich selbst. Warum? Denn damit die Wachsamkeit wirksam ist und erfolgreich sein kann, muss ich wissen, was Wachsamkeit überhaupt ist.
Wachsamkeit in Bezug auf was? Ne? Welche Art von Gefühlen, Emotionen und Schwächen? Ich kann nicht wachsam sein gegenüber dem, was ich nicht kenne. Deshalb ist Wachsamkeit uns selbst gegenüber notwendigerweise mit Selbsterkenntnis verbunden. Es ist wichtig, unsere eigenen Unvollkommenheiten und unsere eigenen Schwächen zu erkennen, damit man angesichts dieser Erkenntnis darauf achten kann, nicht in sie hineinzufallen. Das Gebet beinhaltet also das Gesetz der Anbetung. Wachsamkeit und Selbsterkenntnis gehen Hand in Hand. Die Kenntnis unserer Unvollkommenheiten ist Voraussetzung, damit man ihnen die nötige Aufmerksamkeit widmen kann. Die Vorsicht ist notwendig, damit man Probleme vermeiden kann, die durch unsere Unvollkommenheiten entstehen können. Nach diesen ersten Überlegungen zu Wachen und Beten werden wir uns nun ausführlicher mit dem Beten und dem Gebet und dem Gesetz der Anbetung befassen und zum Schluss mehr über die Wachsamkeit sprechen. Denn das Gebet ist ein sehr, sehr wichtiges Instrument und auch sehr wichtig, da mehr in die Tiefe reinzugehen. Und wenn wir also über das Gesetz der Anbetung, über das Beten und über das Gebet nachdenken, müssen wir wissen, welches Gebet Gott am angenehmsten ist oder wohlgefällig. Ein Gebet, das wirklich den Schöpfer und den Meister erreicht. Die spiritistische Lehre lehrt uns, dass man mit dem Herzen, mit unseren wahren Gefühlen, unserer Seele und unseres Geistes beten sollen. Es spielt keine Rolle, dass dieses Gebet auf der Grundlage eines vorgefertigten Gebets verfasst wurde, wie das Vaterunser, das Ave Maria oder jedes andere Gebet, das wir kennen. Wenn das Gebet spontan gesprochen wird, sollte es dann ohne dekorierte Worte gesprochen werden. Es spielt keine Rolle, ob ich die eine oder die andere Methode anwende. Aber wenn keines von Ihnen auf der Wahrheit unserer Gefühle beruht, ist es kein gottgefälliges Gebet und dann ist die Frequenz sehr schwach, dass dieses oder dass unser Gebet dort ankommt, wo es ankommen soll. Und diese sind eher nur, wie vorhin gesagt, gesprochene Gebete. Wir legen uns Worte in den Mund, ohne wirkliche Gefühle zu haben, die das Gesagte sozusagen unterstützen. Ziel eines Gebets ist es, sich mit dem Vater zu verbinden und mit ihm in Einklang zu kommen. Es bringt nichts, also es bringt daher nichts Mechanisches zu beten. Wenn wir beispielsweise aufwachen oder zu Bett gehen, dann wirkt das Gebet, als ob es aus einer Pflicht heraus geschieht und nicht aus einem Bedürfnis unseres Herzens. Das Gebet ist ein wunderbares Werkzeug, das Gott uns zur Verfügung stellt, um unseren Geist zu stärken und wir angesichts des Lebens ein emotionales und geistiges Gleichgewicht erreichen können. Aber wenn man nicht von ganzem Herzen betet, ist das Gebet dem Vater nicht wohlgefällig. Wir müssen immer mit Demut beten, nicht mit Stolz oder mit dem Gefühl, besser beten zu können als andere. Mögen wir uns daran erinnern, dass unsere Seelen noch nicht vollständig gesund sind. Wir alle hier versuchen, ein wenig besser zu werden, um lieben zu lernen, um Nächstenliebe zu erlernen, um zu lernen, brüderlich zu sein. Es gibt Menschen, die sich nicht würdig fühlen, zu ihrem Vater zu beten. Das gibt es auch. Sie sind sich ihrer Unvollkommenheiten bewusst und denken dann, dass sie unwürdig seien, ihre Gedanken an ihren Vater zu richten. Sie glauben, dass sie wegen ihrer Unvollkommenheiten nicht gehört werden, dass sie oder dass sie es nicht verdient haben, gehört zu werden. Aber das ist falsch, so zu denken. Wir sind noch unvollkommen, ja. Aber das Eingeständnis unserer Unvollkommenheit ist ein Akt der Demut und das gefällt Gott. Also demnach ist es Gott gefällt, also wohlgefällig. Gott ist barmherzig, dass er uns als Geschenk, als Gabe, als Anerkennung unseres aufrichtigen Gebets unterstützt und uns hilft. Es zeigt also, dass das Gebet immer willkommen ist.
Das Gebet muss nicht zu bestimmten Zeiten oder an bestimmten Orten gesprochen werden. Jeder Augenblick ist ein Zeit des Gebets. Jeder Ort ist ein Ort, an dem wir unseren Gedanken an Gott richten können. Ob wir bei der Arbeit sind, im Auto, mache ich sehr häufig, wenn ich auf die Arbeit fahre, bete ich immer im Auto, auf dem Weg zur Arbeit, mit Freunden, wenn wir unterwegs sind oder bei einer Veranstaltung. Wir können immer beten. Und denn es ist nicht der Ort, der das Gebet qualitativ erhöht oder seine Wirksamkeit entfaltet, sondern einfach das Gefühl, das Herz muss mit dabei sein. Und dieses aufrichtige und echte Gebet wird den Meister und Gott erreichen. Das Wichtigste ist also der, also das Wichtigste, nee, das Wichtigste ist also, dass der grundlegende Tempel eines jeden nicht ein physischer Tempel ist, sowas wie eine Kirche oder ein Gebäude, sondern ein innerer Tempel, nämlich der Tempel unseres Herzens, das auf Gott ausgerichtet und ihm übergeben wird. Das Gebet kann individuell oder kollektiv sein. Wenn ich mich für ein gemeinsames Gebet entscheide, müssen wir alle wirklich also gleichgesinnt sein, also mental auf einer Wellenlänge sein. Und Jesus sagte, wo zwei oder mehr Menschen in meinem Namen versammelt sind, da werde ich mitten unter ihnen sein. Aber diese Versammlung in seinem Namen ist nicht nur physisch, sondern auch in Gedanken. Aber wenn selbstsüchtig gebetet wird, zwar aufrichtig, aber nur für sich selbst, ist der Wert eines individuellen Gebets zu gering. Und wenn wir beschließen, uns zum Gebet zu versammeln, dann mögen wir im Gefühl und in den Gedanken vereint sein. Und Gott legt keinen Wert darauf, dass Gebete in großer Zahl und mit vielen Worten gesprochen werden. Die spiritistische Lehre weist uns darauf hin, dass es nicht auf die Menge der Worte ankommt. Im Gebet werden wir mehr oder weniger erhört werden. Wir brauchen keine Rituale. Ein einziges Wort, wenn es von Herzen kommt, kommt es an und wird erhört werden und wird auch darauf geantwortet werden. Durch das Gebet stehen wir in Kontakt mit Gott, der höheren Spiritualität. Wir werden im Guten gestärkt und inspiriert, so dass wir die Herausforderungen des Lebens meistern können. Durch das Gebet haben wir bessere Auswahlmöglichkeiten, beispielsweise wenn wir vor wichtigen Entscheidungen stehen und um Rat bitten. Das Gebet wird unseren Geist stärken, indem es uns Mut, Kraft und Glauben gibt, damit wir angesichts der Herausforderungen des Lebens die besten Entscheidungen treffen können. Und wenn wir unseren freien Willen intelligent einsetzen, können wir das, was zu überwinden gilt, durch gute Entscheidungen überwinden. Wir müssen immer noch durch Prüfungen und Herausforderungen gehen, damit wir wachsen, umgekehrt, damit wir wachsen und uns weiterentwickeln können. Niemand erreicht unseren geliebten Vater ohne Mühe, ohne Anstrengung, ohne Arbeit und ohne Hingabe oder Verdienst. Deswegen sind die Prüfungen und Herausforderungen des Lebens notwendig. Wenn wir also darum bitten, dass bestimmte Situationen, bestimmte Prüfungen, bestimmte Probleme aus unserem Leben verschwinden, dann beten wir auf die falsche Weise. Wir müssen erst einmal unseren Teil tun, damit Gott uns auch in unseren Prüfungen eine Erleichterung schenkt. Und wir müssen lernen, um Kraft, Mut, Glauben, Resignation, Verständnis, Ausgeglichenheit, emotionale und geistige Reife zu bitten, um Probleme zu bewältigen. Und in diesem Fall werden wir immer eine Antwort erhalten. Wir können nicht beispielsweise Gott bitten, ja, Gott, ich komme nicht über diesen gewaltigen Stein, bitte trag ihn hinfort. Aber ohne unsere Anstrengungen, ohne unsere Mühe wird das nicht funktionieren. Aber wir können dann beten, ja, Gott, gib uns die Kraft, diesen Stein ein bisschen beiseite zu schieben, damit wir vorbei können oder um voranzukommen. Und in einem
Gebet sollten bei oder in einem Gebet sollten drei grundlegende Elemente enthalten sein: das Lob, der Dank und die Bitte. Und manchmal bitten wir um materielle Dinge. In diesem Sinne wird uns mit nicht geantwortet werden, denn Gott wird jeden von dem Maße geben, von dem er weiß, dass es wichtig und notwendig für unseren Fortschritt ist. Und lasst uns nicht vergessen, dass Gott ein Vater der Liebe ist und dass er nicht will, dass seine Geschöpfe und Kinder leiden oder scheitern. Er möchte, dass seine Kinder lernen. Und wenn er der Meinung ist, dass dieses Lernen in angemessener Weise stattgefunden hat, warum sollte er dann nicht die Prüfungen mildern? Viele stellen sich häufig gerne folgende Frage: Aber wenn er weiß, was ich brauche, warum muss ich dann beten? Er weiß es, daran besteht gar kein Zweifel. Aber durch das Gebet öffnen wir die geistige Wellenlänge, damit er uns mit Antworten und Lösungen für Probleme inspirieren kann. Er weiß es und er antwortet auch. Und er weiß, welchen Weg jeder von uns einschlagen muss, um nicht zu fallen. Das Gebet ist ein Instrument. Es ist wie ein Telefon. Verwende ich immer gerne als Beispiel, dass das Gebet wie ein Telefon ist. Und durch das und mit dem wir unseren Schöpfer anrufen und hören können. Wie sehr er auch die Antworten kennt, schalten wir durch das fehlende Gebet unser Telefon nicht ein. Er will uns belehren. Wir öffnen das geistige Feld nicht, damit er uns orientieren und uns die Antworten geben kann, die wir so dringend brauchen, um voranzukommen. Das Gebet ist also notwendig, damit wir die Spiritualität hören können. Sie hören uns zu. Sie kennen unsere Schwierigkeiten und unsere Bedürfnisse. Durch das Gebet verbinden sie sich mit uns und werden uns die Antworten geben, die wir so dringend brauchen, wenn sie die Erlaubnis unseres Vaters haben. Das Gebet ist auch ein Schutzschild, das wir um uns herum errichten, damit wir gegen die schädlichen Einflüsse, die es auf der Erde, in der Welt der Prüfung und der Sühne gibt, teilweise oder ganz immun werden. Die Qualität des Gebets wird uns nicht vor dem Bösen bewahren und wird zum Beispiel die niederen und unvollkommenen Geister, die uns beeinflussen wollen, nicht von uns fernhalten. Aber sie wird uns einen guten, aber sie werden uns einen guten, gelenkten, freien Willen geben. Denn Gott und die höheren Geistwesen werden unsere Gedanken inspirieren und unsere Gedanken stärken. So kann ich selbst einem eventuellen Einfluss eines niederen Geistwesens in mir die Ressourcen finden, mit Gottes Hilfe diesen Einfluss zu überwinden. Sie halten also nicht das Böse von uns fern, sondern sie lenken unsere Gedanken von diesem Bösen ab, so dass sie uns helfen können, diesen Schaden selbst zu vermeiden. Deshalb müssen wir uns wirklich auf das Gebet konzentrieren. Oder es ist sehr wichtig, uns auf das Gebet zu konzentrieren. Oft sind wir zum Beispiel schon eingeschlafen, müde, oft besorgt. Wir wissen, dass wir beten müssen, aber wir können uns nicht auf das Gebet konzentrieren. Vielleicht sollte man in diesem Fall das Gebet vielleicht früher vor dem Schlafengehen sprechen, zum Beispiel. Es ist wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, wirklich konzentriert zu beten. Denn je konzentrierter das Gebet ist, desto mehr Energie und Kraft steckt in den Energien, die wir während des Gebets aussenden. Die Gebete müssen eine weitere Strecke zurücklegen, sozusagen, damit unsere Gebete die höheren Geister erreichen können. Und wie wird sie ankommen? Durch das universelle kosmische Fluidum. Wir sind alle in das universelle kosmische Fluidum eingetaucht. Und das universelle kosmische Fluidum ist das Vehikel der Gedankenübertragung. So lässt er den Gedanken unvorstellbare Entfernungen erreichen. Dem Gedanken sind im Universum keine Grenzen gesetzt. Aber wenn wir unser Gebet nicht wirklich stark oder wenn unser
Gebet nicht wirklich stark ist, im Sinne von Emotion, Herz, Gefühl, Wahrheit und Konzentration, ist die Übertragung der Energie sehr schwach. Die Gedanken erreichen keine großen Entfernungen und oft verlassen diese Gebete weder unseren eigenen Raum noch unsere eigene Umgebung. Und wenn wir uns also auf das Beten konzentrieren können, durchbricht das Gebet wirklich alle Hindernisse und kommt dort an, wo es ankommen soll. Und wenn dies also unser Ziel ist, müssen wir uns immer daran erinnern, dass lose Worte nichts nützen, wenn wir nicht wirklich konzentriert und engagiert also mit unserer ganzen Aufmerksamkeit, unseren Gefühlen und unseren Gedanken bei der Sache sind. Wir können und sollten nicht nur für uns selbst beten, sondern auch für andere, inkarnierte oder nicht inkarnierte. Wie sehr Gebete, also nicht inkarnierte Herzen helfen. Sie fühlen sich gestärkt, sie sind glücklich, weil sie merken, dass sie nicht vergessen worden sind. Diese Gebete bringen neue Schwingungen, neue Ermutigung, damit auch sie sich verbessern können. Es lohnt sich also immer, für andere zu beten, ob sie nun inkarniert oder nicht inkarniert sind. So, nun nähern wir uns so langsam der Wachsamkeit und dieses Thema verdient ebenfalls von allen eine besondere Aufmerksamkeit. Warum beten und wachsam sein? Warum muss ich wachsam sein? Wir wissen nämlich, dass die schlimmsten Versuchungen in den Tiefen unseres Herzens zu finden sind. In den dunkelsten oder in den dunklen Tiefen unserer Individualität, unseres Geistes, unseres Wesens. Die Versuchungen, die die Welt an uns heranträgt, sind in Wirklichkeit Versuchungen, die die Welt uns zeigt und sind demnach sozusagen nur ein Spiegelbild dessen, die in unserer inneren Welt noch existieren. Denn in Wahrheit wird jeder von uns in dem, was in seinem Herzen ist, nach außen versucht. Denn wenn es diese Zerbrechlichkeit in mir nicht gäbe, wenn es diesen Schatten in mir nicht gäbe, würde ich auch nicht in Versuchung geraten. Wir müssen wachsam sein gegenüber dem, was noch auf uns einwirkt. Und das sind unsere inneren Schatten. Dieser innere Impuls, der uns immer noch zu Fehlern und Misserfolgen treibt. Deshalb müssen wir wachsam sein. Denn in Wahrheit sind die großen Probleme und die großen Versuchungen nicht außerhalb von uns, sondern in uns. Was noch wichtig wäre zu erwähnen, ist, dass Reinkarnationen niemanden vor Versuchungen befreit. Warum? Da wir unsere vergangenen Existenzen vergessen haben, wissen wir, dass unsere Neigungen uns in unseren Erfahrungen während der verschiedenen Leben, die wir erleben, bewältigen müssen, begleiten. Also jede Versuchung wird mit uns mit wiedergeboren werden. Oder die Versuchungen, die in uns sind, oder die Neigungen werden immer mit uns wiedergeboren werden. Auch wenn wir uns nicht mehr genau daran erinnern, was wir getan haben, wissen wir, dass die Neigungen uns zu den Fehlern oder Fehler zurückführen und uns zurückrufen werden. Sie geben uns jedoch oder Gott, Jesus und die höhere Spiritualität geben uns jedoch Mechanismen an die Hand, um sie zu überwinden zu können. Beispielsweise durch die Kenntnisse der spiritistischen Lehre, unser größtes Vorbild Jesus, unser geliebter Meister, unzählige auf den Spiritismus basierende Bücher, Vorträge, wie heute zum Beispiel, und die Menschheit mit ihren guten Beispielen der Liebe und Nächstenliebe. Während wir mit unseren Versuchungen und Schwächen konfrontiert sind, bieten sich uns gleichzeitig unzählige Möglichkeiten an sie, also sie zu besiegen, und sie zu überwinden. Solange wir diese Tatsache haben und uns dessen nicht bewusst sind
oder ne, also solange wir ja, solange wir immer, also sage ich jetzt mal, nicht uns damit konfrontieren oder ne, uns damit befassen, werden wir immer wieder in die Fallen des Lebens tappen. Und wer nicht lernt, wachsam zu sein, der irrt weiter. Deshalb stolpern wir oft über dieselben Schwierigkeiten, dieselben Probleme und dieselben Fehler. Warum sind wir nicht wachsam? Ne? Warum fallen wir darauf herein? Einfache Antwort, weil wir noch schwach sind, ne? Weil wir noch sehr viele Unvollkommenheiten in uns tragen, die uns schwächen. Und wenn ich zerbrechlich bin, muss ich mich vor meiner Zerbrechlichkeit in Acht nehmen. Wir müssen hier auf die Welt kommen, um zu lernen, um uns Schutzmechanismen anzueignen, damit unsere Schwäche, nicht unsere Vernunft, unser Verständnis, unser Wissen und unseren Willen, besser zu werden, außer Kraft setzt. Deshalb ist Wachsamkeit die erste Verteidigung der Seele im Kampf mit sich selbst. Die erste notwendige Waffe ist die Wachsamkeit. Sie ist es, die für die Kraft steht, die in unserer Seele die guten Neigungen aufbauen wird. Wir würden also die Wachsamkeit nicht, also wir dürfen also die Wachsamkeit nicht aufgeben. Wir dürfen nicht nachlassen oder nachlässig sein. Wir müssen nonstop wachsam sein. Wir können uns nicht eine einzige Minute Ruhe gönnen, denn wir werden permanent versucht. Denn wir sind noch sehr zerbrechlich. Das soll aber nicht heißen, dass wir bösartig sind oder schlecht. Das meine ich so auch nicht. Ne? Und so ist es auch nicht. Jesus sagte einst, dass die Menschheit zerbrechlicher ist als böse. Und wir sind zerbrechlich und lassen uns immer noch von dem täuschen, was die Welt uns bietet. Die Welt übt eine gigantische Anziehungskraft auf uns aus. Und wenn wir also nicht extrem wachsam sind, werden wir fallen. Wir werden nicht ohne Versuchungen durch diese Welt gehen. Machen wir uns nichts vor, wir müssen durch die Versuchungen hindurchgehen. Sie werden mit uns geboren. Sie zeigen sich in unserem Leben entsprechend dem, was wir noch in uns haben. Und wir selbst nähren diese Versuchungen, diese Schatten, diese Schwächen weiter, wenn wir nicht wachsam sind. Also sind sie bereits bei uns oder in uns. Und wir sind bereits mit ihnen hierher gekommen. Also deswegen mein Appell, seid vorsichtig, denn wir füttern sie sehr oft, anstatt über sie zu wachen. Es ist besser, durch die Dornen des Widerstands zu weinen, als unter den Betäubungen des Sturzes zu lächeln. Und dieser Satz stammt von Emanuel aus dem Buch Lebendige Quelle. Und ich fand das sehr passend, diesen Satz, denn wir haben unzählige Stürze erlebt. Die Stürze stammen aus unzähligen Reinkarnationen. Und die Zeit ist jetzt gekommen, aufzustehen. Die Zeit ist reif für unseren Erfolg. Die Zeit des Siegens ist eingebrochen. Wir können nicht länger in der gleichen Blindheit verharren. Wir können dem Meister nicht länger den Rücken kehren und nur noch die Befriedigung egoistischer Interessen der materiellen Welt, unseres Stolzes und unseres Egoismus suchen. Wenn wir wirklich ein glückliches oder ein glücklicheres Mor also ein glücklicher Morgen wollen, ein Morgen voller Freude und Glück, müssen wir uns ändern. Wir müssen unsere Herzen transformieren. Wir müssen wirklich wachsam sein. Und wachsam sein bedeutet, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit wir uns vor Fehlern und vor dem Sturz schützen können. Damit wir uns schützen können, müssen wir, das ist jetzt sehr wichtig, uns selbst kennen. Deswegen ist die Selbsterkenntnis das A und O. Wir können nur dann wirklich effektiv wachsam sein, wenn wir beobachten, untersuchen, Schlussfolgern, nachdenken,
erkennen und so weiter. Wir müssen einen offenen, klaren und deutlichen Blick auf alles werfen, was uns umgibt. Wir müssen die Menschen um uns herum einschätzen, ob sie eine mögliche Gefahr darstellen oder ob es Situationen und Bedingungen gibt, die uns wieder zu Fall bringen könnten. Wir müssen unsere Gefühle untersuchen, damit wir sie einschätzen und verstehen können und wissen, ob sie uns zum Guten oder zum Schlechten führen werden. Alles muss mit viel gesundem Menschenverstand und Logik geprüft werden, damit die Wachsamkeit vollständig sein kann. Machen wir uns auf jeden Fall bewusst, dass wir ständig wachsam sein müssen. Ein ständiges Gleichgewicht zwischen Vernunft und Emotion. Die Vernunft ist genau das, was uns fähig macht, unsere niederen Versuchungen, unsere Schatten zu verstehen und zu begreifen. Und die Notwendigkeit zu beten und wachsam zu sein, hat uns der Meister im Vaterunser gelehrt. Dort heißt es, dass wir gebeten werden, nicht in Versuchung zu geraten, sondern uns vom Bösen zu befreien. Er sagt also nicht, dass die Versuchung beseitigt oder unterdrückt werden soll. Nein, sondern er möchte, dass wir nicht in Versuchung geraten. Damit wir nicht in diese Versuchung geraten, müssen wir, und jetzt kommt's, beten. Deswegen ist das Gebet und die Wachsamkeit miteinander so verknüpft und so verbunden und sehr wichtig. Zeigt Jesus uns, dass die Versuchungen nicht aus unserem Leben verschwinden werden, aber wir werden die Kraft finden, durch die Gebete sie zu überwinden. Die Situationen der Prüfungen und Versuchungen werden nicht aufhören, weil sie notwendig für unseren Fortschritt, unsere Entwicklung und unsere geistige Reinigung sind. Und es geht nicht darum, dass sie aufhören sollen zu existieren, sondern dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, um Kraft zu bitten, sie zu überwinden. Und wir sollten nicht unsere ganze Energie verwenden, um auf andere, auf die Welt und die Fehler der anderen zu achten und über sie zu wachen. Das ist nicht das Ziel, denn wir müssen mit uns wachsam sein. Ne? Es ist nicht so, dass wir dem anderen nicht helfen können. Darum geht es nicht. Wir können das tun, klar, aber wir müssen an dem Wesentlichen in uns arbeiten, damit wir wachsam sein können. Die Wachsamkeit sich im Wesentlichen, also die Wachsamkeit bezieht sich im Wesentlichen mehr auf uns selbst, dass wir mit uns selbst wachsam sind. Denn wenn wir mit uns selbst wachsam sind, verändern wir unsere Psychosphäre und wir ändern unsere Einstellungen und beeinflussen durch unser korrektes Vorgehen andere auch positiv. Der andere verbessert sich nicht durch das, was ich oder was wir sagen, sondern durch das, was wir tun, durch unser gutes Beispiel. Und auf diese Weise können wir die Welt verändern und verbessern. Nicht durch Worte, sondern durch Beispiele und gute Taten. Wir sind zur Transformation der Menschheit aufgerufen. Niemand von uns ist nur hier, um seine eigene Veränderung, seinen eigenen Fortschritt zu suchen. Unsere Verpflichtung gegenüber Gott besteht auch darin, unseren Nächsten zu helfen, damit sie wachsen, sich entwickeln, sich selbst helfen und so aus ihrem Schatten heraustreten können, um das Licht unseres geliebten Vaters zu finden. Wir können ihnen also, um diesen Weg zu gehen, unsere Hand reichen. Wir müssen an dem Prozess der Transformation der Menschheit teilnehmen. Und dafür sind Gebete und Wachsamkeit unabdingbare Voraussetzungen. Ohne Gebet und Wachsamkeit sind wir nicht in der Lage, uns selbst zu verändern, geschweige denn unsere Umgebung oder die Menschen um uns herum. Deshalb sollten wir kontinuierlich das Evangelium zu Hause machen. Erinnern wir uns an, ja,
Das Evangelium ist ein wunderbares, wirksames Heilmittel, das wir alle tun können, indem wir mit oder ohne unsere Familien in unseren Häusern beten. Dort erlangen wir geistige Stärke und auch Wachsamkeit für unsere Schwächen, für das, was wir noch überwinden müssen. Und zum Schluss möchte ich noch abschließen und sagen, wenn wir den Orientierungen der spiritistischen Lehre folgen, werden wir mit Sicherheit in Zukunft oder werden wir mit Sicherheit die Zukunft, die wir uns wünschen, mit mehr Liebe, Glück und Glauben erreichen. Vielen Dank.